Die Firma Plocher Integraltechnik hat ein Produkt zur Aktivierung des Bodenlebens auf den Markt gebracht, den Plocher Bodenaktivator 123. Dieses Produkt besteht aus drei Komponenten, die miteinander vermischt werden. Der Plocher Bodenaktivator regt die aerobe, also luftatmende Mikrobiologie im Boden an. Er sorgt damit für eine Lebenverbauung in den oberen Bodenschichten, schafft damit Rottezustände im Boden und wirkt somit Fäulnisprozessen entgegen, die in unseren oft verdichteten Böden vorherrschen. Die innere Krümelstruktur erhöht sich signifikant. Der Boden wird jetzt deutlich wasserhaltefähiger. Die Bodengare wird wieder angeregt. Dadurch verlängern sich Vegetationsperioden und es entsteht eine Hygienisierung im Boden. Weiterhin werden Mineralstoffe und Spurenelemente wieder pflanzenverfügbar. Auch Beikräuter reduzieren sich. Unser Boden bekommt schlichtweg das zurück, was er verloren hat. Ein Rapsfeld nahe dem Ort Obernfeld bei Göttingen. Die erste und zweite Fahrspur sind unbehandelt. Die dritte und vierte wurde mit dem Plocher Bodenaktivator 123 behandelt. Aufwandmenge je 300 Gramm pro Hektar, jeweils im Frühjahr und im Herbst und das seit 4 Jahren. Probenahme auf der unbehandelten Kontrollfläche und auf der Fläche, die mit dem Plocher Bodenaktivator behandelt wurde. Die unbehandelte Pflanze und hier die behandelte. Der Unterschied der beiden Brocken ist deutlich zu erkennen. Die Erdbrocken der behandelten Fläche lassen sich mühelos zerkleinern. Und eben hier zeigt sich die vergrößerte Krümelstruktur des Bodens. Die Brocken von der unbehandelten Fläche sind sehr schwer zu zerkleinern. Also muss ich richtig, ne, richtig kräftig drücken. Also ganz anderer Kraftaufwand, den ich brauche, um das auseinanderzukriegen. Die behandelte Pflanze rechts zeigt Meerblattgrün. Wir bereiten einen Versuch vor. In zwei Gläser wird jeweils die gleiche Menge Wasser gegossen. Ups, beide reingefallen. 10 Minuten im Zeitraffer. Der Brocken von der Kontrollfläche löst sich langsam auf. Der Brocken von der Plocher behandelten Fläche ist stabil. 2 Stunden später. Der Brocken von der Kontrollfläche hat sich zum großen Teil aufgelöst. Hier in Nahaufnahme der Brocken von der unbehandelten Fläche. Deutlich stabiler der Brocken von der behandelten Fläche. Und noch etwas fällt uns auf. Bei diesem Brocken steigen dicke Sauerstoffperlen auf. Hier nochmal der unbehandelte Brocken. Kaum Sauerstoffaktivität. Auffällig natürlich auch die deutlich stärkere Trübung des Wassers vom Kontrollbrocken. Wir rütteln an den Gläsern. Der behandelte Brocken bleibt stabil. Die Brocken werden entnommen und der Rest auf die Erde gelegt. Auch hier ein deutlicher Unterschied in der Bodenstruktur. Ortswechsel. Ein Weizenfeld bei Bielshausen, ganz in der Nähe. Auch hier wurde der Plocher Bodenaktivator auf einem Teil des Feldes eingesetzt. Probenahme. Zwei Weizenpflanzen werden ausgegraben. Eine von der unbehandelten Kontrollfläche und eine von der Fläche, die mit dem Plocher Bodenaktivator behandelt wurde. Auch hier wieder werden Erdbrocken zerkrümelt. Leichtgängig, ganz fein. Ja, ich muss richtig feste drücken.
Na, hast du eben auch probiert, ne? Also wirklich richtig Kraftaufwand haben. Und du siehst ja, der klebt richtig noch aneinander, der zerkrümelt gar nicht so schön. Na, das hier ist richtig krümelig und hier es klebt alles viel mehr. Und auch muss ich feste drücken, dann fängt er auch an, zerkrümelt. Aber klebt halt viel mehr, klebt auch viel mehr an den Fingern, im Gegensatz zu dem hier, was ganz fein ist. Und wenn jetzt die Kamera riechen könnte, würde sie den Unterschied auch merken. Auch da ist ein Unterschied. Bessere und feinere Wurzelentwicklung bei den behandelten Pflanzen. Einen ganz deutlichen Unterschied sieht man im Reifezustand der Ähren. Die Ähren auf der behandelten Fläche haben weiter geschoben und sind im Wachstum deutlich voraus. Das hat mit der Bodenaktivierung zu tun, da wir dadurch eine frühere Bodenerwärmung im Frühjahr bekommen, was an erhöhter Mikrobentätigkeit liegt. Dieser Boden ist einfach stabiler und wasserhaltefähiger und sorgt dadurch für ein besseres Wachstum der Pflanzen.